Oha, okay. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieben Freunde. Oh, scheiße, das war mein Handy. Scheiße. So. Alles gut, ist nichts passiert. Also nochmal einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Ja. Oh, der letzte Part war wirklich, wirklich schlimm gewesen. Wo wir die ganze Zeit den Banditen hinterher gerannt sind. Und dann haben sie uns umgebracht und dann wieder gelassen. Und oh, das war mir zu viel gewesen. Wir sind jetzt hier meinem guten Bernhard. Ich glaube, so hieß der doch, genau. Und wir werden den jetzt mal uns mit dem unterhalten, wegen dem Rotschopfen, dem wir uns ja ebenfalls unterhalten haben. Mal gucken, was er zu sagen hat. Oh, der ist auch hier. Ah, das war das letzte Mal noch gewesen, stimmt. Also, schauen wir doch mal, was der Bernhard gesagt hat. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ist gut, wir essen schnell erstmal was. Alles gut, alles gut. Jetzt sollte wieder gut sein. So, mal schauen, was der gute Bernhard jetzt zu sagen hat. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich suchte nach dem Jungen und... Und hast niemandem davon erzählt? Ich musste der Spur folgen, solange sie heiß war. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Wie hätte ich das Herrn Ratzig erklären sollen, hm? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben wollte. Ich... Schweig! Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Du wirst tun, was ich sage, nur reden, wenn ich es erlaube, und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden, aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht, und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist nun ein für alle Mal geklärt. Und jetzt, lass hören, was du zu berichten hast. Ich weiß, wer Neuhof überfiel. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Ah, hier. Ich brauche Hilfe. Ist das so? Was ist los? Hast du dich verlaufen? Nein, ich habe die Banditen entdeckt. Sie wollen Rotschopf töten. Scheiße! Wir brauchen ihn lebend. Wie viele sind es? Nur zwei, aber sie sehen zäh aus. Wir werden sehen. Oh ja. Führe uns zu ihnen. Jawohl! Oh mein Gott, endlich habe ich... Ich dachte, wir kriegen den Auftrag gar nicht erst erledigt. Was haben wir denn da? Oh, Tipptopp. Nein! Oh, wart! Hast wohl genug? Ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Hat er mich gekillt? Oh, bitte, wo hat er gespeichert? Bitte nicht bei dem Rotschopf jetzt da hinten. Hat er mich jetzt ernsthaft gekillt einfach? Oh, nee. Warte, ich will mich kurz ausruhen hier bei dem. Geh mal raus aus seinem Bett, bitte. Ich brauche erstmal wieder volle Energie. Oh, das ist doch nicht dein... Ernst? Oh, regt mich das auf. Jetzt haben wir doch gerade diesen Bernhard bei uns, dass er uns helfen kann und dann passiert so eine Scheiße auch noch. Ist doch nicht normal. Komm. Jetzt weiß ich, jetzt haben wir sicher auch noch Hunger. Energie ist wieder voll, ja. Tipptopp. Ja, das ist okay. Jetzt ist das Pferd hier im Zelt. Hey. Alles gut.
Ich werde jetzt mit einem automatischen Reiten dahin. So. Aber wahrscheinlich können wir nicht... Kommen wir überhaupt da raus? Ah, doch, das geht. Sehr schön. Okay, komm. Wir machen das jetzt so. Uiuiui. Bis wir da sind, sind wir noch schon wieder am Hungern wahrscheinlich. Ey, ich will hier endlich fertig werden in dem Waldgebiet. Ich will mal wieder zurück nach Ratai, um ein bisschen zu trainieren auch. Aber wir müssen wahrscheinlich zuerst nach, in die andere Stadt und diesen Hinkenden wahrscheinlich suchen. Ich tue jetzt das Gespräch nochmal schnell vorspulen, gell, weil das müssen wir uns ja jetzt nicht nochmal antun. Jetzt regnet es auch noch. Oh mein Gott. Okay. Wenigstens habe ich diesmal volle Leben, wenn wir zu dem Kampf hingehen. Ich wusste nicht, dass das so schnell passiert. Ich dachte, wir haben danach noch Zeit. Aber okay. So, Franz Ferdinand stellen wir hier im Feld, sag schon, in der Scheune ab, damit das nicht nass wird. So, nochmal. Okay, das haben wir. Okay, jetzt nochmal. Jetzt zusammenreißen. Und das Schild auch benutzen auf jeden Fall. Der lenkt ihn ab, das ist gut. Oh! Nein! Wie kann das passieren? Ist das dein Scheiß Ernst? Ey, diese Banditen, die regen mich so auf. Ich kann ja nicht mal speichern vorher. Mann, wie können die denn so behindert sein? Das regt mich richtig auf. Oh, scheiße. Ich lasse jetzt den Bernhard ganz alleine vorlaufen diesmal und der soll das alleine machen. Ist mir scheißegal. Das ist mir jetzt echt scheißegal. Der macht 3 Schläge und ich bin tot. Das ist unglaublich. Mach mal, blöde Uhr. So. Ja, toll, jetzt haben wir immer noch nicht volle Energie. Ja, das ist mir jetzt egal, komm. So, Franz, wo bist du? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ach, da hinten. Ey, der ist immer da hinten. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Halt die Klappe jetzt mal. Also, jetzt nochmal zurück ins Dorf. Ey, unglaublich. So. Oh. Dünn, 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 nein. Überfall, nö. Diesmal nicht. Das dauert mir zu lang, wenn wir uns damit beschäftigen. Ey, ich will endlich mal so richtig gut sein. Dann noch mit so Rüstung und so. Das wäre echt geil. Aber ey, wenn wir nicht mal so ein paar 2 Banditen erledigen können. Ja, das ist schon fragwürdig hier. Aber wenigstens regnet es diesmal nicht. So, jetzt nochmal. Könnten Happen vertragen. So, bitte. Ich schwöre, jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's, ich sag's euch. Hab ich Pfeile? Nee, ich hab eben keine, gell? Wartet mal schnell, ich will mal gucken. Hab ich Pfeile? Ja, einen einzigen, wow. Natürlich kommt der jetzt wieder zu mir. Komm schon. Weißt du, jetzt gehen wieder alle beide auf mich. Geht mal weg. Das wird eine Freude. Ist der andere tot? Komm schon, Mann. Ja! Und gespeichert. Endlich, Mann. Du Bastard, ey. Da! Da! Sag Rotschopf, dass die Banditen weg sind. Ja, mache ich. Endlich! Warte, die Groschen will ich noch haben.
Was haben die noch? Schwarz-Weiß? Ah, ne, das ist ein Ring. Wo ist der andere hin? Oder nicht? Lasst sie hier verrotten. Sie werden den Füchsen ein schönes Mal. Ja, ja. Ah, ich hab da die Fackel gehabt. Ist der andere auch tot, da hinten? Gucken, was der noch dabei hat. Und dann gehe ich noch schnell zum Rotschopf. Ja, die Groschen, sehr schön. Was ist das da? Kleines Rüstungsset. Langstreckenpfeil, aber nur einen. Und hier auch noch einen Spitzpfeil. Mann, wieso haben die denn nur so wenig Pfeile dabei? Kleines Rüstungsset, ja. Gut. Aha, ich bin mit Fackel und. Deswegen habe ich auch nicht geblocken können. Ich habe das Schild gar nicht ausgerüstet gehabt. Ich sag jetzt mal gar nichts dazu. Okay. Wo geht denn der Bernhard hin? Ah, da können wir noch essen. So ist gut. Also, das Pferd rufen. Endlich sind wir mal weiter. Und es hat auch gespeichert. Danach müssen wir noch mit dem Herrn Ratzig reden, hat er gesagt, ne? Aber erstmal müssen wir jetzt noch... Genau, mit dem Bernhard. Der ist da oben. Das macht... mit dem Bernhard. Mit dem Rotschopf. Dann haben wir das erledigt. Ich laufe jetzt sicher nicht den ganzen... Ey. Als ob ich jetzt den ganzen Weg da mit dem laufe. Hat er kein Pferd. Der ist doch so ein Adliger. Endlich sind diese blöden Banditen besiegt. Ey, wir müssen wirklich, wirklich kämpfen üben. Ein bisschen mehr Skill bekommen. Na komm, so weit ist das doch gar nicht. Wir haben es doch gleich geschafft. So. Und da sind wir schon. Also eins muss ich sagen, die Hütte ist wirklich gut versteckt. So. Ich bringe frohe Kunde. Jetzt schon? Ich bin ihnen begegnet schon. Und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Nee, ich gehe jetzt nicht hin und her. Geh einfach und schau, was passiert. Versuch es einfach. Dann siehst du, ob sie dich fortjagen oder nicht. Wenn du es ihnen erklärst, verstehen sie es bestimmt. Schätze, du hast recht. Hab Dank und möge der Herr dich beschützen. Als ob ich jetzt nochmal zum Gestüt gelaufen wäre und dann wieder hierher. Ganz bestimmt nicht. Geht der jetzt? Gut. Ich will nämlich nochmal ein bisschen Schlossknacken üben, wenn ich schon hier bin. Sehr schön. Hab mich da am Anfang aber auch echt mega dumm angestellt. Ich nehme die Verbänder mit. Und den Rest können wir nicht gebrauchen. Vorerst, keine Ahnung. Gut. Haben wir hier noch irgendwas zu holen? Nö, nicht gerade, gell? So, Franz, wir müssen mit einem Haratzig reden. Jetzt könnten wir halt wirklich... Es hat ja abgespeichert. Jetzt könnten wir halt echt überlegen unterwegs, falls jetzt wieder irgendein Überfall kommt. Oder mal zu gucken, was das ist. Ich glaube, unser Schwertskill geht von alleine hoch, einfach umso öfters wir das Schwert benutzen, ne? Passiert aber nichts, ne? Relativ safe jetzt der Weg. Janu! Du. So. Oh, jetzt regnet's toll. Egal. Ich bin gut drauf, wir haben endlich die... Ey, Leute, wir haben endlich diese Banditen erledigt und kommen weg von da oben. Das waren noch jetzt sicher 3-4 Parts, wo wir da oben waren. Müsst ihr mal überlegen. Steht der noch da? Ja. Also. Nun, was betrübt dich? Ich habe eine Spur zu den Banditen. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Die ganze Geschichte. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr.
Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Jawohl, jetzt müssen wir nach Uschitze. Weshalb nach Merhoyet? Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Mhm. Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Tipptopp. Spiel gespeichert, das ist sogar schon mal sehr, sehr gut. Jetzt will ich mich noch kurz irgendwo ausruhen. Der macht sich auf den Weg inzwischen. Läuft der oder hat er ein Pferd? Das würde mich mal interessieren. Der läuft doch sicher. Ich hab's mir gedacht. Okay. Hier kann ich mich doch sicher... Die sitzen hier draußen im Regen, die haben Nerven. Okay, ich kann mich hier doch sicher irgendwo hinlegen, oder? Oder ist das verboten, wenn ich dann ins Haus reingehe? Nö, ist okay. Ist hier ein Bett irgendwo? Jo, komm, besser als gar nichts. Legen wir uns kurz schlafen hier. Komm, bis zum nächsten Morgen. Oh, das ist zu lang. Länger geht nicht. Ja, machen wir so ein kurzer Powernap. Ganz kurz. Gehen wir kurz, bevor es dunkel wird, laufen wir jetzt, reiten wir los nach Uschitze. Und schauen dann mal. Ey, dass die Banditen aber so stark waren. Hätte ich nie gedacht. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gut. Was haben wir denn hier? Oh, die schlafen alle hier auf dem Boden. Und da können wir ein paar Äpfel noch mitnehmen. Oh, wir sind überladen leicht. Da kommt, dann essen wir schnell ein, zwei. Oh, ist okay. Na du? Jo. Juhu. Okay. Wir müssen als nächstes jetzt nach... Da hoch. Sicher nicht, oder? Sprich mit den Banditen vom Überfall auf das... Was? Spüre den Banditen vom Überfall auf das Neuhofer Gestüt in... Ah, Uschitz ist da oben. Ich dachte, das wäre hier unten. Ah, nee, das ist Ratei. Oh mein Gott, ist das weit. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns langsam auf den Weg, ne? Ich schlage vor, dass wir das Ganze reiten. Klar, viel weiter hätten wir uns eh nicht porten können. Also mit der Schnellreisefunktion. Können wir ein bisschen die schöne Gegend erforschen oder erkunden. Oh, das ist ja doch ganz da oben, ey. Warte, hier kann ich schon noch hin. Ah, ich trage zu viel Last bei mir. Komm, dann esse ich noch schnell die letzten Äpfel auf. So, 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 so.
Kann man auch übersättigt sein? Was passiert denn dann? Ah ja, hier, da satt halt, tatsächlich. Jetzt ist gut. So, los geht's. Da müssen wir noch weiter nach Uschitze hoch, ne? Okay. Untersuchen. Ich will das jetzt mal sehen. Wanderer. Wo denn? Hä? Ich sehe keine. Seht ihr hier Wanderer? Was war das hier eigentlich? Ah, nee. Okay. Machen wir weiter. Gut. Können wir eigentlich unterwegs auch so angegriffen werden? Frage ich mich jetzt gerade. Da gibt es ja noch einen neuen Quest. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Ich will nach Uschitze. Mann, hör doch auf, ey. Mann, Franz. Bist nur eifersüchtig, weil du keine Äpfel gekriegt hast. Gut. Ich hoffe, das wird keine gefährliche Arbeit. Regnet es jetzt eigentlich im Wald nicht? Oder hat es einfach aufgehört zu regnen? Okay. Boah, ich hab so keinen Bock mehr auf den Wald hier, ohne Scheiß. Ich bin einfach viel zu oft gestorben hier. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wir nehmen den Weg hier. Ja, das ist, glaube ich, am schlauesten. Der Part wird übrigens hier auch ein bisschen länger gehen. Weil gestern kein Part rauskommt. Also der wird sicher ungefähr 40, 50 Minuten lang gehen. Genau. Wir haben es jetzt aber auch schon. 13:30 haben wir es jetzt. Dann muss ich den jetzt dann noch schneiden und rendern. Dann lass ich den über die Nacht rendern. Dann ist der morgen fertig. Und bevor ich losgehe, tue ich den dann hochladen noch, damit ihr dann um 12 Uhr, wie gewohnt, den Part habt. Genau. Also wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin. Es ist halt wirklich schon 13:30 in der Nacht. Ich habe jetzt davor noch Alien aufgenommen. Dann habe ich noch ein bisschen WoW gezockt und boah, okay. Aber dafür ist das Spiel jetzt eigentlich wirklich gut jetzt. Es ist ein bisschen ruhiger jetzt auch. Das ist eigentlich perfekt. Habe ich das schon mal gesagt? Gell? Ich habe das schon mal gesagt. Ich frage mich, ob es hier auch Wölfe oder Bären oder so gibt. Also so Wölfe zumindest. Ah, es ist Nacht geworden. Boah, sieht schon cool aus, wenn wir mal so überlegen. Huh? Auch ich finde auch den Maßstab so von der Karte finde ich halt extrem realistisch irgendwie. Die Entfernungen, bis du mal da bist und so. Haben wir da? Das ist ein Hase, ne? Ja. Ah, ein Uschitze können wir... Unfallort. Ein Uschitze könnten wir dann natürlich auch mal gucken, ob wir... Das ist ja der Ort da hinten. Ob wir... da können wir mal Pfeile kaufen und allgemein unser Inventar mal leeren. Komm, Franz, gib mal. Endspurt jetzt. Neue Stufe erreicht beim Reiten. Ja, ich glaube, umso öfter du etwas benutzt, umso höher wird die Stufe dann auch. Also wir müssen auf jeden Fall mehr im Schwert kämpfen. Ich finde heraus, wo der hinkende... Typ einfach hin ist, genau. Ist das schon hier jetzt? Ah ja, wir sind schon da. Oh, das ist dieser ganze Ort hier. Uiuiui. Ja, jetzt ist sowieso Nacht, jetzt müssen wir schnell irgendwo mal rasten. Ich will trotzdem hier, ich will hier rein in den... Oh, es wird echt dunkel. Hat das gerade geblitzt?
Es regnet noch ganz leicht auch. Ich lasse mal Franz hier stehen, so. So. Na genau. Kann ja auch schön grasen, was essen. Was ist denn hier los? Oh, jetzt bin ich gespannt. Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... Könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... Der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oha, okay. Sakra. Oh shit. Der sah ja schlimm aus. Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn... ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest. Boah, scheiße. Aber nur zu. Frag so viel du... Bring mehr über den hinkenden Heinz in Erfahrung. Boah, der sah ja richtig schlimm aus. So richtig an die Wand genagelt und die Gedärme kamen daraus. Okay, wer war der Heinz? Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Wo war er in der Nacht, als Neuhof überfallen wurde? Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Okay. Wer kann mir das Lesen beibringen? wann wurde der Leichnam entdeckt? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Mehr über noch Heinz. Etwas wegen Heinz. Und jetzt kennen wir alles. Okay. Das lassen wir mal mit dem Lesen noch. Wow. Zeig nochmal. So, jetzt machen wir einen auf Sherlock Holmes, hä? Was ist dem denn passiert? Verdammt. Da steht was an der Wand. Hä? Da steht... Also es sieht aus wie ein Z, ein A, R und ein A. Das könnte noch ein Y.
Oder... Und dann S oder E, ich weiß nicht. Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweitet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Okay. Ah, man kann den Körper untersuchen. Torso. Heilige Maria, welch Marter. An dem haben sie Mordsarbeit geleistet. Aber wieso hat niemand etwas gehört? Eine Inschrift aus Blut. Schade, dass ich nicht lesen kann. Wie es scheint, wollten sie irgendjemandem drohen, aber wem? Und einen schreibkundigen Banditen sieht man auch nicht alle Tage. Also bräuchte ich jetzt einen, der mir das Lesen beibringt. Also tatsächlich, ne? Kopf, Torso, Lesen. Haben wir hier noch irgendwas? Also müsste ich den jetzt tatsächlich mal fragen, ob der mir das Lesen beibringen kann, ein bisschen. Viel Gesundheit. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschütze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Okay. Dann machen wir das als nächstes, weil ich denke, dass die Inschrift da oben auf jeden Fall uns einen guten Hinweis über den Mörder liefern kann. Und jetzt sollten wir dann, also als erstes tue ich mich schnell mal ausruhen. Können wir uns hier irgendwo hinlegen? Nee. Sieht der uns? Ah, der wird uns schon nicht sehen. Oh, das wird nix. So. Der wird uns auf jeden Fall mehr... Oh, eine Schaufel kann man eigentlich immer gut gebrauchen, ne? Falls wir mal ein Grab finden. Ah, ne, ist unser Inventar gleich wieder so voll. Ne, wir lassen das. Ich wollte mich aber gerne noch irgendwo hinlegen und schnell warten, bis Tag ist. Kann man sich hier in irgendeine Scheune vielleicht reinlegen? Ich will mich jetzt nicht gerade neben den Toten hinlegen. Aber wie es aussieht, führt kein Weg vorbei, ne? Hier hat's... Hier kann man sich hinsetzen. Da könnten wir noch schnell was essen. Was haben wir denn hier? Das sieht mir nach einer Vorratskammer aus, ne? Ja. Nicht schlecht. Das lasse ich mal noch. Ich suche aber ein Bett jetzt erstmal. Da können wir nochmal Schloss knacken. Der Skill geht ja jedes Mal hoch, wenn wir so eine Kiste aufmachen. Oh, komm. Ah, ich weiß halt auch nicht mehr, wie viel Dietrich ich noch habe. Mann, wieso stelle ich mich... Schlossknacken leicht. Wieso stelle ich mich denn... Keine Dietrich mehr. Okay. Gut. Also, egal. Dann schauen wir mal, wo der Schreiber ist. Hier oben. Komm, wir gehen mal dahin. Gehen wir mal schauen, ob der uns ein bisschen so die Basics vom Lesen beibringen kann. Ich glaube, Franz kann ich hier stehen lassen. Müsst ihr schauen, komme ich später wieder. Ist der auch ausgeweidet? Also... So ein schöner Sternenhimmel. Ist bei dir alles okay? Ich denke mal schon. Links oder rechts? Ah, spielt keine Rolle. Gehen wir hier lang. Schnellreiseort entdeckt. Was war das denn gerade? Da hat doch einer so hey, hey gesagt, oder? Was? Wo? Ich bin nicht davon. Ah. Boah, aber den helfe ich schnell. Komm. Ja, ich helfe dir. Kein Problem, ich helfe dir, den schnapp ich. Was zum Teufel? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Verdammt. Nein, ich will nicht stehlen, ich will. Gibst du schon auf? Oh, 2 gegen 1, ey, das ist richtig unfair. Okay, warte schnell. Okay, gut. Reden. Was ist hier los? Hast du genug? Geil. Na, hast mich erwischt. Schau, es waren nur ein paar Groschen. Sei froh, dass es nicht schlimmer endet.
Behalte es und lauf, dafür wirst du sterben. Nee, das letzte machen wir. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Glaub mir. Bestimmt macht er das. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Ja, soll ich den umbringen? Die Leute? Ja, komm, ich gebe dir das Geld. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Oh, cool. Oh, hat uns sicher ein bisschen... Hey, komm, jetzt haben wir wenigstens 4 Groschen bekommen. Ja, eben, hast du ihn laufen lassen, hätte ich den hier umbringen sollen oder was? Nur weil der da ein paar Groschen geklaut hat, also übertreiben muss man es jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hole mal meine Fackel raus, das ist mir ein klein wenig zu dunkel, ne? Okay. Ich sagte, die Zeit ist noch alles gut, haben noch Zeit. Jetzt gehen wir zu dem Schreiber. Wollen wir mal gucken, dass er dann auch hoffentlich dann da irgendwie auch irgendwann nochmal abspeichert. Hätte ich ja fast den Franz mitnehmen können. Hätte mich alles laufen müssen. Aber ist ja nicht schlimm. Aber wir könnten nochmal schnell hier bei den Skills gucken. Guck mal, Hauptstufe. Können wir da was skillen? Nee, da ist nichts. Wir sind übrigens Stufe 5 gerade mal. Was ist das hier? Spezialisierungspunkte 1. Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst, Stärke. Nichts. Agilität. Vitalität. Redekunst. Ah, da können wir was lernen. Ah, das lassen wir noch. Den Punkt will ich aufbewahren. Warte. Wo ist denn hier der Suche Uschitz? Ah, genau, das ist der hier. Ich dachte jetzt schon. Ist hier jetzt schon wieder was passiert oder was wird das jetzt hier so laut plötzlich? Ich denke, der hat auch nichts Besseres, der hat auch Besseres zu tun, als mich mitten in der Nacht zu empfangen, um mir das Lesen beizubringen. Naja. Okay. Was war das? Ah, da kann man sich auch mal waschen, genau. Du hast dich gut gewaschen. Wie ist denn dann? Ich konnte es nicht mehr richtig lesen. Ich bin schon langsam etwas müde, Leute. Ich glaube, wir müssen hier rein. Nee. Hier, genau. Der ist 100% am Schlafen. Guck mal, ich mach sogar die Tür zu. Der denkt jetzt sicher noch, wir vergewaltigen den. Aber solange der am Schlafen ist. Oh, guck mal. Kannst einfach die Bücher klauen hier. Prag. Okay. Wo ist denn der? Schreckt mich doch nicht so. Hä? Was macht der denn hier plötzlich? Okay. Dorfbewohner? Nee. Seht ihr, wir können eigentlich so gut wie gar nichts lesen. Wir müssen erstmal ein bisschen lesen üben. Ist der hier? Hallo? Nee. Aber hier ist doch der Schreiber. Hier ist auch der Vogt hingegangen. Der Vogt liegt einfach hier in der Scheune am Boden? Ernst jetzt? Hä? Aua, aber... Suche den Uschitzer Schreiber auf. Ich bin wahrscheinlich im falschen Gebäude. Der wird wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne sein. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit hinten gewesen. Hat das auf der Seite auch noch einen Eingang? Nee. Hä? Och Mann. Schreiber. Ich muss wahrscheinlich am Tag hier hin. Der hat wahrscheinlich ein anderes Zuhause und chillt da einfach. Komm, wir warten schnell ab. Hat's hier noch ein Bett, wo ich mich auch einlegen könnte? Nicht wahrscheinlich, gell? Der pennt einfach auf diesen Ding da. Also komm, wir warten schnell. Bis es wieder hell wird. So, 7 Uhr. Oh, wir sind aber trotzdem ein ganz schönes Stück weitergekommen jetzt. Diesmal.
Ich frag mich, wer den hinkenden Hans umgebracht hatte, weil das wird ja immer schlimmer. Erst da dieses Massaker bei dem Pferdehof, bei dem Gestüt und jetzt dann auch noch das hier. Die Typen, die Haaren machen ja keinen Halt vor gar nichts. Hey. Oh, das ist ja Dorfbewohner. Ist das der? Das müsste der sein vielleicht. Beste Grüße. Nee, das ist der nicht. Der hier? Nee, das ist eine Nummer. Das ist ein ganz normaler Dorfbewohner. Oh. Ich soll das Schwert wegpacken. Vielleicht. Was spielst du hier mit einer Waffe, Ron? Hab ich doch gar nicht. Das ist wieder der Vogt. Ich glaube, der ist gar nicht hier. Was kann ich stehlen? Den Korb oder was? Aha, nee, warte. Ui. Ja, aber das ist dann gestohlen. Die Frage ist, wem kann ich das verkaufen, ne? Ja, nee, wir lassen das. Ich kenne auch noch gar keine Leute, bei denen wir gestohlene Ware verkaufen können. Hier ist wieder der, ne? Nee, alles gut. Wo ist denn jetzt dieser blöde Schreiber, Mann? Steck die Waffe weg. Das ist nicht verboten. Ich hab doch gar keine Waffe. Ach doch, ich hab das Schild draußen. Jetzt, wo du es sagst. Da ist der Schreiber. Den habe ich gesucht. Yes. Guten Tag. Guten Tag. Sie sieht aus wie Robin Hood. Kannst du mir... Nee, ich möchte gerne das lesen. Ich möchte gerne lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet. Und einige Groschen. Wir können beginnen. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird. Wo du es doch eilig hast. Ihm 50 Groschen geben, ich habe nicht genug Geld. 50 Groschen? Wir haben 204. Boah. Ja, komm, wir machen's jetzt. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Ich hoffe, wir lernen das jetzt einfach und müssen nicht noch irgendwelche Minispiele jetzt machen. Er braucht zwar seine Spur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Oh, tatsächlich. Cool. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Lies das Buch. Nein, das muss ich tatsächlich machen. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Himmel. Es ist ein einfacher Pass auf, Text. Wo du hingehst. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Lies das Buch. Ja, eines Tages ging ein Bauer zum Nest. Seines Kampf. Hier jetzt. Ja, tipptopp, wir können lesen. So, fast. Also ein paar Wörter waren jetzt auch noch nicht lesbar gewesen, aber das... Ich kann das... Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, Nein. was darin steht. Das ist shit, ich muss noch... Ich mach das unterste. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Oh. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können.
Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Oh Gott. Hey! Ah, das hintere wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist dasselbe. Warte, wir müssen uns vielleicht kurz hinsetzen. Das ist sicher das hier. Nee, doch. Lies den lateinischen Text. Oh Gott. Optimus Orato e... Okay. Okay, was hat uns das jetzt gebracht, dass ich mir das angeguckt habe? Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Ah. Verdammt. Ja, als ob ich mir das gemerkt habe. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich. Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest nice. Dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Richtig gut. Ey, jetzt haben wir aber richtig Glück gehabt nochmal, dass das neue Stufe blablabla lesen. Oh, jetzt gehe ich mal zu dem, wo der Typ umgebracht worden ist und gehe jetzt mal schauen. Genau, wo, was dem passiert ist und ob wir das lesen können, was da steht inzwischen. Und danach gehe ich dann auch mal zum Händler, ja. Ich will aber schnell zuerst runter und dann will ich auch gucken, weil wir sind jetzt dann gleich bei der Zeit angekommen. Vielleicht habe ich Glück und er speichert dann auch ab. Sonst muss ich immer erst nach der Aufnahme auch schnell einen Speicherort finden. Das ist dann immer so mühsam. Das war hier, gell? Ich glaube schon, ja. Nee, das... Oder? Nee, das war nicht hier. Oh Gott, wo laufe ich denn lang jetzt? Hä? Wo war denn das gewesen? Der Mord. Wo stand der denn? Hier war das doch gewesen. Genau, gerade hier links. Nee. Hä? Vor allem, ich finde ja... Sehe ich auf der Karte, wo mein Pferd steht? Ah, ich glaube, das war hier. Ah, da vorne steht's ja. Ah, Franz, sag doch was. Vielleicht kann ich jetzt lesen, was da steht. Mal gucken. Am Ende steht jetzt so viel Latein und das bringt uns genau gar nicht weiter. Jetzt bin ich gespannt. Lesen. Judas. Das könnte eine Warnung sein. Aber für wen? Und wieso? Ob sich seine Bande zerstritten hat? Und einen schreibkundigen Banditen sieht man ja auch nicht alle Tage. Okay. Cool, jetzt konnten wir es lesen, aber das hat uns auch nicht viel gebracht. Jetzt müsste ich aber... Okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt einen Ritterschnaps, ist mir egal. Schnell hoch zu den Händlern. Und dann tun wir im nächsten Part herausfinden, weiter hier, was denn so mit dem Mord alles in Verbindung gebracht werden kann. Haben wir hier Händler? Da haben wir doch einen. Himmel. Gott sei mit dir. Ich möchte handeln. Ah, der hat nur... Oh, langweilig. Schnaps. Das war... Der hat ja fast gar nichts. Was haben wir denn da? Vorne haben wir noch Läden. Was haben wir denn hier noch so? Eine Unterkunft. Oh, hier könnten wir auch schlafen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier Schnaps bekommen, oder? Retterschnaps. Guten Tag. No, vielleicht doch. Können wir mal gucken.
Was ist, wenn ich eigentlich... Speichert der auch ab, wenn ich jetzt kann hier Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Kein Problem. Aber du zahlst im Voraus. 2 Groschen? Hier, okay. Dein Geld. Ich will mal wissen, ob der jetzt abspeichert. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. Okay. Bett und Truhe für meine Sachen. Gerade hinter der Tür ist eine Leiter zum Dachboden. Das müsste gerade hier sein. Jo. Oh, das geht doch. Das ist wirklich, jetzt habe ich schon schlechtere Betten gesehen. Schlafen, Inventar, aufstehen. Schlafen. Oder speichert er vielleicht erst so nach einer gewissen Zeit, wenn man ein paar Stunden schläft? Jo, meine Freunde. Ansonsten würde ich trotzdem jetzt sagen, dass ich an dieser Stelle den Part beenden muss. Weil die Zeit wird sonst zu lang. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen, auch wenn der jetzt ein bisschen ruhiger war. Ich war halt wirklich, bin jetzt echt langsam müde. Ich gehe jetzt dann auch schlafen. Immer ein positives Feedback würde ich mir von euch auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns dann die Tage auch beim nächsten Part dann. Der wird auf jeden Fall kommen, um herauszufinden, was bei dem Mord passiert ist. Weil das ist natürlich schon mega krass und interessiert mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr bisher geguckt habt. Und ja, habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es guckt. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao. Und Spiel hat gespeichert. Jawohl. Super. Also, ciao, Leute.